Promi-Geflüster heute wieder mit einer neuen Ausgabe aus dem Homeoffice nach wie vor. Wir sind immer noch zu Hause, denn Corona ist leider, sind die Regeln immer noch, dass man nicht wirklich Kontakte haben darf und Kontakte meiden soll. Heute sind es gleich 4 Kontakte, die ich habe, alle zugeschaltet über Web-TV sozusagen, über die Webcams und ganz junge Sänger und Musikanten, kann man sagen, sind heute bei mir zu Gast. Da merkt man einfach immer wieder, man wird doch langsam alt. Also sie sind alle so um die 10, 12, 13 Jahre. Also das wird man jetzt gleich in Erfahrung bringen, wie jung sie tatsächlich sind. Einen davon, der kommt aus Baden-Württemberg. Den haben vielleicht meine Zuschauer und vor allen Dingen auch die Zuschauer in Baden-Württemberg schon vielleicht irgendwo mal gesehen. Zumindest, wenn sie beim großen SWR4 Sommerfest 2019 auf dem Schlossplatz mit dabei waren. Denn er hat ganz kess ein Plakat hingehalten oder einen Flyer, wo drauf stand, Vanessa, ich will mit dir singen. Und hat die Vanessa Mai total geflasht. Die Rede ist vom Miguel und den hole ich jetzt mal als erstes zu mir dazu. Hallo, Miguel. Hallo. Ja, Vanessa Mai, die hast du total geflasht, haben wir gerade gesagt. Du warst da so mit dem Text dabei, da hat sie total gar nicht mehr anders gekonnt, als dich wirklich komplett auf die Bühne zu holen. Was war das für ein Gefühl damals? Also ich war natürlich super aufgeregt, weil das waren da fast 7000 Menschen und da habe ich schon so ein Kribbeln im Bauch gehabt, aber ich habe das einfach mal durchgezogen und habe es kommen lassen, wie es dann gekommen ist. Und es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Sehr schön, das ist doch eine ganz tolle Sache. Aber du bist jetzt, wir haben es gerade vorhin schon festgestellt, 13 Jahre jung oder wirst 13 im April. Ja. Da hört man doch eigentlich als so in dem Alter nicht wirklich Schlager, oder? Also, so, jetzt muss ich überlegen. Nee, also so ganz beliebt ist der Schlager so in im Alter 12, 13, 14 eigentlich nicht. Aber es gibt immer mehr Leute in dieser Altersgrenze, die Schlager hören. Okay. Und das kommt, glaube ich, auch davon, dass Schlager einfach zu einer riesigen Bandbreite geworden ist. Es gibt Popschlager, Rockschlager, Schlagerballaden und so weiter. Und diese große Bandbreite erreicht eben auch viele Menschen, also groß, klein, dünn, dünner, jung, jünger. Okay. Und deswegen glaube ich, dass das immer mehr normal wird. Immer mehr durchschlägt. Ja. Okay, dann hast du ja 2020 war es, glaube ich, gell? Bei The Voice ja. Hits mitgewirkt und da dann deine Kollegen, ich sage jetzt Kollegen deswegen, denn ihr habt eine komplett neue Band gegründet, die sich da nennt Schlagerkids und die holen wir jetzt eigentlich mal der Reihe nach hinzu. Die stehen alle in der Schleife sozusagen. Fangen wir mal an mit der Lena. Hallo Lena. Hallo. Dann haben wir die Benedikta, wenn ich es richtig habe. Genau, die kommt auch hier mit dazu, genau. Und dann machen wir die Runde komplett. Da fehlt noch einer, der Phil. Servus und hallo zusammen. Grüßt euch. Hallo. So. Sehr schön, da hallo. Sind wir. Genau, alle da, alle dabei. Schlagerkids, wie kam es zu der Formation? Wer hatte die Idee, euch so zusammenzustellen? Wer möchte? Okay, Miguel. Also es war so, wir haben alle 4 eine Anfrage von der Plattenfirma bekommen, ob wir nicht Lust hätten, uns mal das Projekt Schlagerkids anzuschauen. Das war der Projektname. Dann haben wir uns im Studio gesehen und haben dann schon das erste Mal eingesungen und dann hat sich auch der Name Schlagerkids einfach bestätigt, weil wir den auch alle super cool fanden und dann ging es erst richtig los. Mhm.
Jetzt natürlich durch The Voice, die Voice Kids, habt ihr euch kennengelernt. Was habt ihr davor eigentlich alles für Musikrichtungen dann da geboten? War das auch Schlager? Fangen wir gerade mal der Reihe nach an mit der Benedicta. Also ich habe in den Blinds Schlager gesungen, aber ich höre lieber englischen Pop, okay. Aber irgendwie war ich auch bei The Voice Kids noch nicht so, also ich kannte Schlager noch nicht richtig, und als ich es dann gehört habe, habe ich mich eigentlich, also ich mag es jetzt richtig gerne und höre es auch manchmal in meiner Freizeit. Ja, dann der Phil. Wie sieht's da aus mit Schlager? Also, ich habe schon vorher Schlager gehört, aber so richtig viel Schlager höre und singe ich erst seit Schlager Kids. Okay. Und dann haben wir noch die Lena. Ja, also ich habe vorher auch schon immer so zwischendurch auf jeden Fall Schlager gehört, so durch meine Familie. Die hören alle sehr gerne Schlager und singen auch sehr gerne Schlager. Und jetzt durch die Schlager-Kids ist es halt dann natürlich noch mehr geworden. Und ich mag jetzt Schlager auch mega gerne. Vorher habe ich auch immer auch viel Pop gehört. Ja, aber Schlager mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Also das zeigt doch, Schlager ist jetzt auch wieder bei jungen Leuten, sagen wir mal, wieder salonfähig geworden, wie man so schön sagt. Und ihr habt jetzt natürlich auch eine große TV-Show, die ansteht. Jetzt am kommenden Samstag oder beziehungsweise heute am Samstag, da gibt es die Schlager-Champions mit Florian Silbereisen, die große Show, wo wirklich auch die großen Namen dabei sind und eben auch die Schlager-Kids. Was ist es für ein Gefühl, da mit der großen Schlagerfamilie auftreten zu können? Ja, Lena. Also es ist echt aufregend alles, denn jetzt so direkt unser erster großer TV-Auftritt ist dann in so einer riesigen Schlagershow, sag ich mal. Das ist echt was Spannendes und es macht aber wirklich sehr, sehr viel Spaß, denn es ist ja so unser erster großer TV-Auftritt und ja. Ja, nee, also denke mal, da ist doch schon sehr viel Spannung und Aufregung dann auch dabei. Ich glaube, soweit ich es jetzt mitbekommen habe, das war als Aufzeichnung, jetzt nicht ganz live. Also das, was man jetzt am Samstag sieht, das wurde vor ein paar Tagen quasi schon produziert. Ja. Was waren so also, eure Lieblinge, die da dabei waren? Weil, auf wen habt ihr euch damals gefreut? Miguel? Oder Lena? Ja, darf jeder drei nach durch. Fangen wir mit der Lena nochmal an. Ja, okay. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr auf Florian Silbereisen gefreut, denn ich mochte ihn halt eigentlich schon immer, weil er schauspielert, moderiert und singt halt und das so alles, was man so braucht, sage ich mal. Und das finde ich alles sehr toll, deswegen habe ich mich auf ihn sehr gefreut und aber auch auf Beatrice Egli, denn sie verbreitet einfach immer gute Laune, sag ich mal. Das stimmt. Beatrice hat immer ein Lächeln im Gesicht und man merkt ihr auch wirklich an, dass sie extrem Spaß am Leben hat und deshalb habe ich mich auch ganz arg auf Beatrice Egli gefreut, weil sie einfach, sie macht tolle Musik, sie moderiert jetzt auch und eben diese Freude, die sie eben immer ausstrahlt, gefällt mir immer sehr, sehr gut. Dann ja. Phil, wie sieht es bei dir aus? Was waren so deine Favoriten? Also ich habe ja vorher noch nicht so viele Leute getroffen und deswegen habe ich mich eigentlich riesig gefreut auf die, die da waren. Ja. Und Benedikta? Ich habe mich natürlich auf Ben Zucker gefreut, weil wir ja einen Song von ihm singen und deswegen wollte ich ihn einfach mal kennenlernen. Und ja, ich habe mich aber natürlich auch auf Florian Silbereisen gefreut, weil das ist ja eigentlich seine Show. Und es hat mir mega Spaß gemacht, ihm zuzuhören und alles. Und das war mega interessant. Ich habe es gerade schon erwähnt, ihr habt ja jetzt auch eine neue CD oder überhaupt euer Debütalbum draußen.
sind 14 Titel drauf. Es wird aber im Laufe des Jahres noch eine Fan-Edition geben, Sonderedition. Da gibt es dann noch ein paar Bonustitel mehr. Aber 14 Titel sind jetzt durch die Bank alles aktuelle Schlagertitel. Gab es eine spezielle Auswahl, wie ihr die Titel ausgewählt habt? Oder wie kam es zustande, gerade die 14 Titel? Miguel? Also das war natürlich so, wir brauchten natürlich erstmal die Berechtigung für die ganzen Songs und haben dann quasi nach der Erlaubnis mit der Plattenfirma gemeinsam ausgewählt, welche Songs wir gerne dabei hätten. Und so sind 14 Songs entstanden. Das Album ist gestern rausgekommen, Volume 1 heißt es. Und das ist jetzt quasi unser Baby. Genau, Volume 1, das deutet eher darauf hin, dass noch weitere in Planung sind. Hoffentlich. Was mir jetzt da aufgefallen ist, und zwar ein Stern, der deinen Namen trägt, oder auch, weiß es jetzt nicht mehr ganz. C'est la vie, so ist das Leben. Genau, da hört man doch immer auch noch die Originalstimmen teilweise mit dazu. Wie ging das voran? Habt ihr die da im Studio getroffen oder wurde das nochmal neu einproduziert? Oder wer, wie, wo, Phil? Also, okay, bitte. Waren die auch also dabei? Also getroffen haben wir sie leider nicht so direkt. Mhm. Aber wir finden es richtig toll, dass wir mit denen Duette machen. Und da freuen wir uns auch schon riesig drauf, wenn wir sie mal sehen. Ja, also mein Paar waren ja wie gesagt schon dabei, auch Ben Zucker zum Beispiel jetzt dabei da. Oh, da ist uns jemand rausgerutscht, das ist kein Problem, holen wir wieder dazu. So. Oh mein Gott. Nee, halt, Moment. Doch, sind wir wieder komplett, genau. Richtig, ja, also getroffen noch nicht alle, aber doch ein Teil davon. Was hat eigentlich Ben Zucker gesagt, als er den Titel jetzt so interpretiert? Ich glaube, Ben Zucker ist ja Miguels so Favorit, oder? Auch. Also ich sag ganz ehrlich. Du darfst Handzeichen runternehmen, ist okay. Es gibt keinen Schlagerkünstler und auch keine Schlagerkünstlerin, die ich nicht gerne höre. Also da ist das wirklich wahnsinnig toll. Ich mag jede Art von Schlagermusik. Mhm. Und deswegen ist da eine riesen Bandbreite. Aber Ben Zucker ist da doch einer meiner Favoriten. Ja, jetzt machen wir die Reihe nach durch. Benedikta? Ja, also es hat ich mag ihn sehr gerne und es hat auch richtig Spaß gemacht, als er nämlich rausgefunden hat, dass wir einen Song von ihm singen, hat er auch sich eigentlich sofort gemeldet. Und ja, er ist sehr sympathisch und... Sehr gut, dann gehen wir gleich weiter zur Lena. Ja, also ich kannte ja Ben Zucker schon, also ich habe ja schon einmal mit ihm 2018 beim Weihnachtssingen auf Schalke zusammen gesungen. Okay. Deswegen wusste ich auch eigentlich schon, dass er ein ganz netter Typ ist, sag ich mal. Und ich fand das auch wirklich sehr lieb von ihm und toll, wie er sich dazu geäußert hat, dass wir einen Song von ihm singen. Da hat er sich auf jeden Fall sehr gefreut. Wunderbar. Und der Phil noch? Also er ist richtig nett. Und wie Benedikt, glaube ich, schon gesagt hatte, hat er uns ein Video geschickt, das findet man auch auf unserem Instagram-Kanal. Mhm. Und da haben wir uns auch richtig gefreut, wo wir das gekriegt haben. Prima, prima. Ja, jetzt muss man natürlich mal ganz kurz fragen, wie sieht's aus bei euch? Ihr seid ja alle noch in der Schule. Wie geht das jetzt im Einklang? Was steht da so an Schule, Musik? Wie geht es? Was sagen die Lehrer dazu? Einfach der Reihe nochmal durch, Benedikta, dann die Lena und der Phil. Also mit der Schule, es geht eigentlich zurzeit, wegen Homeschooling ist es auch ein bisschen schwieriger. Okay. Aber als noch nicht Homeschooling war und wir ja auch schon so zusammen waren, da war es eigentlich nicht so schlimm. Also ich war auch nicht unter Stress oder so. Ich hatte auch noch genug Zeit zum Lernen, aber wegen dem Homeschooling jetzt ist es ein bisschen stressiger geworden. Lena?
Ja, also wir haben im Moment Homeschooling und ich muss eigentlich sagen, mir fällt es sogar ein bisschen leichter, Homeschooling. Also ich mag es eigentlich sehr. Also ich hoffe natürlich schon, dass bald wieder die Schulen öffnen. Aber so jetzt auch so mit Social Media und so komme ich eigentlich im Moment recht gut klar. Und beim Phil, wie ist es da noch? Also Homeschooling ist leichter, finde ich auch, weil man kann zwischendurch in den Pausen sich irgendwelche Texte oder Interviews angucken und man kann eine Stunde länger schlafen. Aber im Großen und Ganzen finde ich es auch besser und auch besser mit der Musik kompatibel. Okay. Also du meinst, Ja. man hat dann die Stunde, wo man dann mit dem Bus oder mit dem Auto unterwegs ist zur Schule, der Weg zur Schule, der fällt weg. Genau, richtig. Ja. Ja, hat auch Vorteile, dann durchaus, genau, richtig. Ja, wie kommt ihr jetzt dann grundsätzlich auch zusammen, wenn es jetzt irgendwie mal zu Auftritten kommt oder was wird da mal geplant sein? Gut, klar, momentan geht natürlich eh wenig, ne? Wenn dann erst in der zweiten Jahreshälfte vielleicht mal, ne? Sind da auch Sachen geplant? Ja, Miguel? Also, wir haben sehr, sehr viel in Planung, dürfen natürlich jetzt noch gar nichts erzählen, weil wir eben Natürlich. noch gar nicht sicher sein können, ob es funktionieren wird, eben aufgrund der Pandemie. Und das ist zwar schade, aber das wird auf jeden Fall und wir haben ganz viel vor. Und wenn nicht dieses Jahr, dann bestimmt nächstes Jahr. Genau. Und natürlich achten wir da auch sehr strikt drauf, trotzdem die Corona-Abstände einzuhalten, wenn wir mal keine Maske tragen, noch weiter auseinander. Und ansonsten sind wir sowieso immer getestet. Das heißt, wir achten da drauf und legen da auch sehr viel Wert drauf. Und dann sind natürlich auch klar immer eure Eltern natürlich mit dabei, die gehören natürlich auch dazu, wo dann noch ein bisschen das Auge drauf haben. Wie ist es denn so grundsätzlich nochmal einmal durch, quer durch die Bank? Seid ihr musikalisch irgendwie vorbelastet? Habt ihr da irgendwelche Ambitionen, die euch sozusagen in die Wiege gelegt wurden? Fangen wir nochmal mit Benedikt an. Eigentlich nicht. Aber wir singen sehr viel und einfach mit meiner ganzen Familie, so die ganze Zeit. Musik gehört dazu einfach, ne? Genau. Ja, auch bei den Autofahrten 5 Stunden lang durch. Ja, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Meine Stimme ist davon nicht so viel belastet. Aber ich hatte fast mal schon mal Knötchen oder wie heißt es? Ja, weil ich da sehr viel gesungen habe. Es war, glaube ich, bei The Voice Kids, da mussten wir ganz viele Songs auswendig lernen. Und das ist dann halt da passiert. Und Lena, wie sieht's bei dir aus? Also ich habe schon immer lange Klavier gespielt und dann habe ich auch irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen, was mir im Moment auch immer am meisten Spaß macht. Also meine Gitarre ist eigentlich immer dabei, sag ich mal. Und ja, dann spiele ich auch noch Ukulele oder Saxophon und ich singe rund um die Uhr, also jeden Tag, jede Sekunde, sag ich mal. Und ja. Und beim Film? Also bei mir weiß ich gar nicht so richtig, weil mein Opa war sehr, sehr musikalisch. Okay. Und meine Familie, wir singen auch alle, aber nicht so wie ich professionell, sondern eher so spaßhalber. Aber ich spiele jetzt auch mittlerweile schon seit fast 11 Jahren Klavier und singe auch schon seit 11 Jahren im Chor. Aber so richtig in die Wiege gelegt, glaube ich jetzt nicht. Und Miguel noch, last but not least. Ja, also mein Vater hat jahrelang Schlagzeug gespielt, mein Bruder kann E-Gitarre spielen, der hat gesungen in einer Band, der hat auch Schlagzeug gespielt. Die Musik lag uns immer schon sehr am Herzen und ich würde sagen, Musik ist einfach Leben und mir macht das ganz viel Spaß und ich möchte das wirklich noch ein ganzes Leben lang machen. Sehr schön. Dann sage ich mal recht herzlichen Dank schon mal soweit bis hierher.
Ich weiß, der Phil, der muss schon wieder zu einem nächsten Interviewtermin. Den dürfen wir schon mal hier an dieser Stelle verabschieden. Dir alles, alles Gute und Dankeschön. auf alle Fälle viel, viel Erfolg, dass das alles so weitergeht, wie ihr es euch wünscht. Und ihr seid ja wirklich am Anfang eurer Karriere. Das kann nur noch bergauf gehen. Also da haben wir die nächsten Jahre mit Sicherheit noch vieles von euch zu erwarten, denke ich mal, ne? Ja. Gut, lieber Phil, dir alles Gute und grüß deine Ja. Eltern schön. Und die anderen Tschüss. bleiben noch kurz in der Leitung, dann geht es noch eine kleine Runde weiter, ne? Tschüss, Ja. Phil. Tschüss. Sehr schön. Gut. Wie gesagt, einen haben wir schon jetzt weniger, aber na, passt das jetzt schön hier ins Bild bei uns. Ganz genau. Jetzt abschließend noch eine ganz kurze Frage. Ihr habt ihn ja jetzt erlebt, der war ja, denke ich mal, auch bei euch in der Sendung. Und zwar den Jendrik. Jendrik heißt er, glaube ich, der Eurovision Song Contest Anwärter. Eurovision. Ist das für euch auch ein Thema? Guckt ihr das auch ab und zu? Einmal im Jahr? Ja, Miguel? Also ich guck die Eurovision sehr, sehr gerne. Vor allem die, wo schon etwas länger her sind, da gucke ich immer, welche Videos kann ich da noch aus der Trickkiste ziehen, dass ich mir das anschauen kann. Weil damals hat man ja noch in der Sprache gesungen, wo das Land war. Also Stimmt. Deutschland, Deutsch und so weiter und so weiter. Und das hat mir sehr gefallen, weil eben jedes Land seine eigene Kultur gezeigt hat. Richtig, ja. Und das meiste, was jetzt noch gesungen wird, ist eben eine der Weltsprachen, Englisch. Finde ich schade, aber hoffentlich kommt das irgendwann mal zurück. Und vielleicht ja sogar mit den Schlagerkids. Muss man mal schauen. Genau. Wo sind denn die Schlagerkids zu finden, wenn wir es jetzt die Zuschauer, unsere Zuschauer, wenn wir die jetzt heiß gemacht haben, wenn die noch ein bisschen mehr über euch erfahren wollen, Homepage, Social Network und so weiter, wo seid ihr zugange? Die Lena will da gerne was dazu beitragen. Gerne. Ja, also wir sind eigentlich, glaube ich, so auf allen Social Media Kanälen unterwegs, sage ich mal. Also auf Instagram, TikTok, YouTube und wir haben ja auch unseren eigenen Newsletter. Und ja, wir sind da eigentlich überall auch ziemlich aktiv, sage ich mal. Jetzt nicht nur wir als Gruppe Schlagerkids, sondern auch alle einzeln. Ja. Kann man euch alle finden auf den Social Medias? Das ist auch, glaube ich, Ja. ganz wichtig in der heutigen Zeit, oder, Benedikta? Also wir heißen ja eigentlich auf jeder Plattform gleich. Also immer mit Schlagerkids halt hinten als erstes unseren Namen. Ich heiße zum Beispiel auf jeder Plattform Benedikta Schlagerkids und ich glaube Lena auch. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich leicht. Ja. Schlagerkids eingeben, dann findet man eh, denke ich mal, alles, ne, was man wissen muss, genau. Ja, Sehr also schön. man kann ja auch hier www.schlagerkids.de, da gibt es Infos, da kommt man zum Shop, dann kann man den Newsletter abonnieren. Also wir sind da wirklich überall sehr aktiv. Wenn man uns als Solo-Account sucht, dann einfach den Namen Unterstrich und dann Schlagerkids hinten dran und dann findet man uns auch. Wunderbar. Nee, das machen wir doch. Und dann sind wir auch schon das erste Mal am Ende unseres kleinen Talks. Ich sage mal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Dankeschön. jetzt geht es noch ein bisschen Gerne, gerne. raus in die Natur, Sonne genießen, oder? Ja. Ja. Genau, das Ja. gehört dazu. Denn soll ja schon wieder ein bisschen frischer werden. Denn man darf es nicht vergessen, Frühling haben wir noch lange nicht. Es dauert noch ein bisschen. Aber Ja. wie gesagt, euch viel Erfolg mit dem Projekt Schlagerkids und bin gespannt, wenn da noch einiges von euch zu hören ist. Herzlichen Also Dank. vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Vielen Spaß gemacht. Dank. Gerne. Also, Ciao. tschüss.